Hallo, herzlich willkommen. Heute gibt's Zucchini-Kuchen und ich hoffe, dass er mir besser gelingt als beim letzten Mal der Apfelkuchen. Zucchini-Kuchen habe ich zu Hause tatsächlich relativ oft gemacht. Gemüsekuchen kennt man klassisch, den Karottenkuchen. Aber die Zucchini hat viel mehr Feuchtigkeit und dadurch wird der Kuchen auch so richtig, ja, wie sagt man, saftig. Saftig, genau, dankeschön. Ich zeige euch jetzt einfach mal, was ich da alles reinmache. Und ja, also fangen wir an. Ihr braucht natürlich eine Zucchini. Ihr braucht Nüsse. Hier kann man Haselnüsse und Mandeln nehmen. Ich habe mich jetzt für Walnüsse entschieden. Ihr braucht Süße. Klassischer Zucker ist ja so ein bisschen im Verruf. Und eine gute Alternative sind Datteln. Das sind ganz normale Datteln, die habe ich über Nacht eingeweicht. Also einfach mit Wasser bedecken. Ein bisschen Zimt und ich habe noch Vanillepulver mit dazu. Und die quellen dann schön über Nacht auf. Dann braucht ihr Backkakao oder ja, eben normalen Kava. Dann braucht ihr Erdnussbutter oder Erdnussmus. Ihr könnt auch Margarine oder Butter nehmen. Dann verwende ich Mehl und Backpulver. Dann kommt rein ein Ei. Ihr braucht einen Schuss Pflanzenmilch. Ich habe jetzt Hafermilch genommen, es geht aber auch Soja oder Mandel oder was auch immer ihr gerne mögt. Und als Gewürz habe ich hier noch Ceylon Zimt und Vanilleschote. Also das ist echt ein cooles Gewürz, gibt es nicht so oft in den Lebensmittelläden. Meistens nur zu Weihnachten, aber das hält auch ewig. Das ist so ein Bruch von Vanilleschote mit einer Mühle. Ist super. Kann man auch gut in Joghurt verwenden. Okay, so jetzt wisst ihr, was reinkommt und jetzt fangen wir an. So, der Teig ist jetzt fertig, jetzt kommt er in die Form. Ich fette die ein. Ja, Silikon muss man nicht zwingend einfetten, aber sicher ist sicher. Deswegen kommt da jetzt ein bisschen Öl rein. So, und jetzt fülle ich den Teig in die Form. Der ist relativ flüssig. Das ist aber okay so. Ich hoffe, ich habe mich mit den Mengenangaben nicht vertan. Michael hat übrigens den Süße-Test gemacht. Süß, und? Süß genug. Okay. Reicht vollkommen. Bei Backen ohne Zucker haben die meisten ja immer Angst, dass es nicht süß wird oder dass es nicht schmeckt. Aber da braucht er echt keine Angst haben. Es ist viel, viel gesünder. Und schmeckt genauso gut. Okay. Ich kann die Schüssel sauber machen. Okay, so. Der Rest ist für den Kameramann, bitteschön. So, noch ein bisschen verteilen, aber naja, mal gucken, wie der aufgeht. Und den packe ich jetzt erstmal 5 Minuten bei Vollgas und dann nochmal ja, 35 Minuten bei niedriger Flamme auf den Herd. Dann kontrolliere ich und dann gucken wir einfach mal, wie der Kuchen dann aussieht. So, also der Kuchen braucht im herkömmlichen Ofen bei 180 Grad 25 Minuten. Ich gucke jetzt nach 30 Minuten hier einmal nach. Wie gesagt, 5 Minuten auf Vollgas, dann auf kleiner Flamme.
wenn die Kamera mitgehen will. So. Die Probe. Perfekt. So, nachdem ja das letzte Mal der Apfelkuchen ein bisschen verunfallt ist, um das mal vorsichtig auszudrücken, und ich diverse Tipps erhalten habe, was ich besser machen kann, entscheide ich mich, den Tipp abzuwarten, jetzt einfach mal umzusetzen. Geduld ist nicht meine Stärke, aber ich lasse ihn jetzt trotzdem ein bisschen in Ruhe abkühlen und dann hole ich ihn aus der Form. So, jetzt kommt der große Moment. Ich nehme jetzt das Gitter. Vielleicht ist der Apfelkuchen auch so ein bisschen gesprungen. Und also er ist ein bisschen flach. Ich glaube, man kann von der Menge dann doch mehr reinnehmen. Ich schreibe euch die Mengenangaben in die Infobox und nehme auch die größere Menge, dass er dann auch ein bisschen mehr wird. So, jetzt kommt er noch einmal auf den Teller. Puderzucker kommt drauf. Der niederländische Streuer ist irgendwie ein bisschen grob hier. So. Sieht doch gut aus, oder? Mhm. Dann machen wir jetzt noch Kaffee und probieren ihn. Schön. Vielen Dank. Lecker? Also der Kuchen war genau richtig. Knatschig, aber nicht klotzig. Wenn du Brownies magst, dann wirst du den Kuchen auf jeden Fall lieben. Und wenn du ihn vegan machen möchtest, dann ersetz einfach das Ei durch Apfelmark oder Apfelmus. Das funktioniert genauso. Wenn dir das Rezept gefallen hat und auch das kleine Kochvideo, dann lass uns gern ein Like da, abonnier den Kanal und freu dich auf weitere Videos von uns. Bis dahin!